Liebe Freunde der Trommelkunst und gepflegten Unterhaltungsmusik, der Marc Champier aus der Musikschule mit der Low-Tom-Stimme, der tiefen Tom-Stimme für den Rockdown-Groove. Wie immer erst die PDF, kurz durchgesprochen, dann eine Version in 75, eine in 90, übst gerne noch langsamer als 75, gerne 70, 65, 60, was euch einfällt. Hauptsache, ihr könnt es gut üben in dem Tempo. Dann steigert langsam, bis ihr auf 90 angekommen seid. In diesem Tempo wollen wir es aufnehmen. Sollten manche Parts in dem Tempo gar nicht passen bei der Aufnahme, dann lassen wir die einfach weg und ihr spielt die Parts, die ihr schon super gut könnt. Und das wird nachher so zusammengeschnitten, dass alle Parts auf jeden Fall dann von einzelnen Spielern drin sein werden im Stück. Nehmt die Parts, die jetzt schwer sind für euch, trotzdem als Überherausforderung. Vielleicht schafft ihr es ja auch noch, aber macht euch nicht zu viel Druck, wenn es dann zur Aufnahme geht. Dann wirklich nur das spielen, was 100 Pro im Kasten ist. So, wir gucken mal in die Noten rein und ihr seht hier den Rockdown Groove, die Low-Tom-Stimme. Ihr seht, am Anfang ist es ziemlich easy, ihr habt Achtelnoten, halbe Noten, dann ein paar Viertelnoten auch drin. Was ein bisschen schwer ist, ist die Pausen auszuhalten, also da ordentlich zählen, dass ihr nicht irgendwie zu früh da reinspielt oder eine Pause zu kurz oder zu lange macht, ne? Also ordentlich mitzählen, dass die Pausen alle richtig ausgehalten werden. In der zweiten Reihe habt ihr die Pausen aufgefüllt mit Viertelnoten, das sind so X'e und das bedeutet, dass ihr den Rahmen der tiefen Tom da spielen sollt. Also das ist eigentlich der gleiche Rhythmus wie oben, nur die Pausen, die vorher waren, sind jetzt wie so eine Art Metronom mit den Rahmenschlägen aufgefüllt. Zeige ich euch gleich dann beim Spielen, werdet ihr sehen, wie das dann aussieht und wie es klingen soll. Dann kommt das Fill-In und da habt ihr wieder eine halbe Note, wie alle am Anfang, also die auch wieder gut aushalten, gut zählen, nicht früher als bei der 3 anfangen zu spielen. Und auf der 3 habt ihr dann 2 Sechzehntelnoten und den Rest machen die anderen. Das ist ja auch so ein bisschen komplementär immer, dieses Fill-In mit den verschiedenen Stimmen. Das heißt, ihr fangt da an, ihr seid dann vorne mit dabei und dann die anderen füllen den Rest auf, die verschiedenen Stimmen, die dann noch kommen. Dann geht's in einen etwas schwierigeren Groove rein, das kann man schon Groove nennen. Da sind Sechzehntelnoten, ne, und Achtelnoten so ein bisschen und es geht immer hin und her zwischen dem Fell und dem Rahmen von der Trommel. Ist aber eigentlich nicht so schwer von den Notenwerten her oder von dem Rhythmus her. Nur diese Aufteilung könnte vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend sein. Da genau hingucken und wenn ihr Fragen dazu habt, gerne eine Zoom- oder Skype-Stunde mit mir ausmachen, dann erkläre ich es auch nochmal genauer. Das erste Häuschen hat dann wieder dieses Fill. Ihr seid hier an zweiter Stelle jetzt immer dran. Also der halbe Takt ist noch der Groove und der andere halbe Takt ist dann bei euch zunächst eine Achtelpause, die ihr ordentlich aushalten müsst, weil da ja andere reinspielen. Das heißt, da muss also wirklich genau Platz sein für die anderen und dann habt ihr euren Platz und spielt da auch 2 gleichmäßige Sechzehntelnoten jeweils auf die und. Dann geht das von vorne wieder los und dann springt ihr direkt ins zweite Häuschen und das Fill-In ist wieder das gleiche wie oben drüber, auch wenn es etwas enger geschrieben ist. Trotzdem eine halbe Note, schön aushalten und dann die ersten beiden Sechzehntel auf der 3 und den Rest lasst ihr die anderen machen und zählt schön ordentlich durch, damit ihr auf der nächsten 1 wieder voll da seid. Die nächste 1 ist dann wieder der gleiche Groove wie am Anfang, diese Achtel-Halbe- und Achtel-Viertel-Geschichte. Dann wird das wieder aufgefüllt mit den Viertelnoten auf dem Rahmen. Dann kommt das gleiche Fill-In wie oben, kennt ihr jetzt auch mittlerweile, mit der halben Note, schön aushalten, die ersten beiden Sechzehntel auf der 3. Dann kommt der gleiche Groove wie in der Mitte wieder, dieser bisschen schwierigere Sechzehntel-Groove, wo es hin und her geht. Und dann kommt ihr ins erste Häuschen. Das ist was Neues jetzt, das sind die beiden Sechzehntel auf der 1, nicht auf der 3. Und dann machen die anderen alles voll bis zur 3. Und auf der 3 kommen wieder alle zusammen mit dem Bam, Bam, Bam. 2 Achtel, eine Viertelnote als Abschlag. Dann geht es in der vorletzten Zeile wieder los. Ihr rattert durch und springt direkt ins zweite Häuschen. Ihr rattert natürlich nicht durch. Ich spiele das natürlich schön ordentlich, ne? Ist klar. Also klar, was ich meine. Nach dieser Zeile springt ihr direkt ins zweite Häuschen und dann habt ihr dam, da, 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 dam, dam, dam. Diesen Rhythmus spielt gern mit Caroline, Ingo, Max für die Kleineren. Und den dann schön ordentlich, deutlich spielen, weil das natürlich ein Unisono-Ende ist. Da spielen alle so ungefähr das Gleiche. Mit verschiedenen Sounds manchmal, aber ich spiele es jetzt nur auf dem Fell und das aber schön ordentlich und tight und mit Schmackes. So, dann hören wir mal rein. Ihr kriegt dafür jetzt die Low-Tom eingeblendet und noch das Schlagzeug in der Gänze. Ihr braucht natürlich nur die Low-Tom, um das zu performen. Ihr könnt das auch zu Hause irgendwie auf einem Kissen oder so oder auf einem Übungspad üben. Das ist eigentlich ganz egal. Wir machen mal den Klick auf die Viertelnoten in Tempo 75 an. Und ihr hört einmal rein, wie es klingt.
So, das war Tempo 75. Und nun noch Tempo 90. So, das war also dann die Version in Tempo 90 noch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und guckt mal, ob ihr vielleicht schon zu Hause eine Aufnahme machen könnt, mal zur Probe. Ich denke, die Aufnahme machen wir auch dann lieber hier nochmal, wenn ihr kein gutes Recording-Equipment habt, weil so eine tiefe Tom, die übersteuert ganz gerne mal auf dem Handy oder so, ist dann ein bisschen zu kratzig. Aber wenn ihr natürlich ein gutes Mikrofon oder gutes Equipment habt, könnt ihr es auch zu Hause schon mal aufnehmen. Oder ihr macht schon mal eine Probeaufnahme mit dem Handy, schickt es mir schon mal und dann können wir da weiter dran arbeiten. Und sobald ihr wieder hier seid, können wir dann die richtige Aufnahme machen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bleibt bitte motiviert, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Wir sehen uns bald wieder in der Musikschule oder online. Eins von beiden. Hauptsache, wir sehen uns. Ich freue mich. Bis bald. Macht's gut, euer Marc.